Das ist es, das iPad. Gerade eben habe ich es im Apple Store, Fifth Avenue in New York, gekauft. Es ist das allererste iPad, das dort verkauft worden ist. Und auf alle Fälle das erste iPad, das in New York verkauft worden ist. Ich weiß nicht, ob es das auch in den ganzen USA war. Auf alle Fälle ist das schon mal hier ein Unikat und insofern besonders wertvoll. Die Verpackung ist weiß, klar, hinten ein paar Aufkleber mit den üblichen Kennzahlen. Das ist die 16 GB Version, also das billigste Modell, noch ohne UMTS. Das kommt ja erst in ein paar Wochen. Ja, Zellophan drumherum, dann machen wir jetzt einfach mal auf. Das ganze Paket ist nicht besonders schwer, sehr kompakt. Da haben die versucht, wahrscheinlich auch wieder Verpackungsmaterial zu sparen. So, Verpackung fühlt sich glatt und schön an. Und das ist einfach so zum Aufschwellen. Okay. Und da ist es. Ich hebe das mal eben an. Spiegelt ein bisschen. Da ist noch Plastikfolie drumherum. Okay. Und da ist es. Rundum in Zellophan nochmal eingewickelt. Quietscht noch ein bisschen, das werden wir gleich ändern. Also von der Größe her ist es wirklich sehr kompakt. Ja, wiegt schon ein bisschen. Also man spürt schon, dass man was in der Hand hat. Allerdings ist es sehr ergonomisch auch gemacht. Hinten der Rücken ist sehr rund, sehr abgerundet, wie beim iPod Touch ein bisschen. Und ja, die Dicke, das geht eigentlich. Also von der Seite sieht es natürlich, es täuscht ein bisschen, weil es natürlich hier hinten so ein bisschen abgerundet ist. Ne? Aber sehr, sehr schön. Und das Logo, iPad steht hinten drauf in 16 GB. Okay, dann, wie geht das auf? Zieht man hier, also seitlich das Zellophan auf und da rutscht es dann auch schon raus. Und da haben wir es. Sehr, sehr edel, sehr schön. Spiegelt sich ein bisschen hier das Licht. Das macht nichts. So. Also sehr, sehr schön hinten, sehr glatt. Es ist leicht matt hinten. Also nicht so spiegelglatt wie die ursprünglichen iPods. Das Logo ist schwarz hinten und es ist ein bisschen gummiert. Das soll wahrscheinlich für eine bessere Haftung auch am Boden sorgen, wenn man das dann so auf den Couchtisch legt. Ja, die Oberfläche, man traut sich fast nicht anzufassen, weil das hat man schon Fingertaps da drauf. Aber eigentlich sehr schön. Okay. Jetzt schauen wir erstmal nach, was sonst noch im Paket ist. Lass mal hier zur Seite. Designed by Apple in California, das steht überall drauf. Mal gucken, was da in dieser kleinen Schatulle ist. Eine Karte. Ups, runtergefallen. Ach, das ist eh nur Werbung. Und die üblichen Aufkleber, die sind ja bei jedem Apple-Produkt mittlerweile dabei. Schön fürs Auto hinten, braucht man nicht. So. Hier ist also der Connector oder der Anschluss an mit USB-Anschluss. Also das ganz normale Kabel, das auch bei jedem iPod dran ist. Oder beim iPhone zum Aufladen. Und das ist das Netzgerät eigentlich. Und hier, das ist das Problem jetzt, weil wir es in den USA gekauft haben, ist dieser Stecker hier, machen wir das mal gleich auf hier, ist dieser Stecker natürlich für die amerikanischen Steckdosen. Da braucht man also noch einen Adapter. Aber das ist ja das Schöne an Apple, man kann die Dinger einfach abmachen und da dann einen deutschen Verschluss dran stecken. Also, da muss man sich jetzt kein neues Ladegerät oder so kaufen. Hier kommt der USB-Stecker rein und dann kann man damit also an der Steckdose direkt das Gerät aufladen. Ja, das ist die Basisausstattung, da ist sonst nichts mehr drin. Das ist eigentlich, schauen wir nochmal schnell rein, Zeit haben wir noch, das ist einfach so ein Plastikding. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich bessere Verpackungen gewohnt bei Apple. Wir erinnern uns an das iPhone, das kam in dieser edlen schwarzen Schatulle mit diesem Silberaufdruck drauf. Das hier ist so ein bisschen Plastik, also das ist so fast schon so wie,
wie so ein Standardprodukt. Aber mein Gott, ja, das ist halt am Ende doch nur eine Schachtel. So, jetzt kommen wir aber zum magischen Moment. Ich habe das noch nie gemacht, das ist auch für mich eine absolute Premiere. Jetzt ist es also da. Ich halte es mal so gut, wie es geht, irgendwie in die Kamera, dass man es sieht, wenn es jetzt hoffentlich gleich angeht. Da oben ist der Schalter. Und es passiert. Ah, nichts. Doch. Also, kleiner Apfel. Es ist schon schwer, also es ist jetzt nicht so irgendwie, dass man das jetzt so ganz leicht trägt. Man spürt schon, dass man da irgendwas in der Hand hat. Und ich könnte mir vorstellen, jetzt will er, dass ich mich gleich bei iTunes anstecke. Okay, dann muss ich das Video kurz unterbrechen. Ich hole den Computer und dann machen wir an der Stelle weiter.